Gut, wir müssen leider jetzt noch mal wieder durch den Park. Hätte ich natürlich jetzt auch ohne euch machen können, aber es gehört auch da immer wieder dazu, dass hier nun mal die Gegner respawnen und da ploppt sie auf, die gute. Die trifft mich. Wie hat die mich jetzt getroffen, die blöde Kuh? Toll. Oh, da hinten waren drei Skulls und wir müssen wieder an diesem Icon vorbei, dem 30er oder ich weiß nicht, was für einer das gewesen ist. Ich erinnere mich. So, hier oben die Prevents, die kann ich in Ruhe lassen. Aber da muss ich definitiv vorbei, ne? Oder? Kannst kurz überlegen, muss ich da. Ach, Mann, du musst ich da wo war das denn nochmal? War das nicht hier? Ich glaube, hier komme ich in die Kanalisation, ne? Das heißt, ich muss an den vorbei. Na gut. Und das waren drei. Und das Doofe ist, wenn du einen angreifst, kommen alle anderen hinterher. Und da war wieder so eine Kotzerin dabei. Ich meine, vielleicht können wir die ja auch. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich komme aber auch, glaube ich, nicht da hoch, wenn ich. Nee. Das ist witzig. Wenn man einmal angegriffen wird von den blöden Scheißviechern, dann kommt man nirgendwo mehr rein. Ich hatte das nämlich jetzt auch, eine Feindanzeige. Ey, ich hab. Ich sag da nichts. Zu, was ich alles. Kleine alle am Mors, ey. Ihr könnt mir mal so ein Buckel runterrutschen. Manchmal ist das eine seltsame Dynamik hier. Ja, na, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Einfach, es nervt nur so. Was? Es ist so eine Programmierung, dass. Willst du mich verarschen? Also gleich. Willst du mich verarschen? Jetzt reicht's aber. Ich sag dir jetzt gleich gar nichts mehr zu. Wenn ich jetzt an dem sterbe, ne? Willst du. Total unnötig und überflüssig und echt. Nee, also Entschuldigung. Inzwischen geht es an einen wahnsinnig nervigen Bereich über. Sobald die versuchen, dich anzugreifen und du ausweichen willst, kannst du nicht mehr ausweichen. Ich drücke den Ausweichknopf, aber nein, dazu kommt es nicht, denn der andere startet ja einen Angriff und du musst stillhalten und dich beißen lassen. Du kannst den Kampf auch nicht entfliehen. Na, dieses Zeichen, das ich da hoch kann, kriege ich nicht mehr, wenn uns Leute hinterherrennen, die uns angreifen wollen. Das hatte ich mich vorhin auch, da wollte ich einen Unterschlupf. Und dann gab es unter mir einen Kampf und ich kam nicht in den Unterschlupf rein. Es sind so Mechaniken hier drin, die kann ich nicht nachvollziehen. Sorry. Nee, nicht wirklich. Die sind sehr, sehr nervig. Und ätzend teilweise. Die machen. Na, also. Naja, was soll's. Oh Gott, jetzt habe ich den nur noch, die Flitzpiepe, ey. Ugh.
hammers are no match for me. I think this passage could lead me close to this. Was du nicht sagst, Jonathan, wir waren da schon. Darf ich dich dran erinnern? Oh, diese blöden Schattenviecher. Okay, Gott sei Dank. Und trotzdem haben wir viel zu viel verloren dafür. Oh. Oh Mann, ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ich will da nicht rein. Das wird echt übelst werden. Ich warte jetzt mal eben auf unsere Regeneration, ja, unsere Gesundheit. Da liegt noch Geld. Okay, 5 Schillinge. Und dann, ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich nicht noch ein paar... Ich habe mir nämlich nun Zutaten gekauft, ob ich nicht noch ein paar Tränke machen kann. Weil wir werden gegen den... Also... So abstinken, oder ich werde gegen den abstinken, dass ich echt Sorge habe, da zu sterben. Und wir müssen dadurch. Wir müssen dadurch, sonst komme ich nicht weiter. So, mal eben ganz kurz gucken. Kann ich die Großen jetzt machen? Ja... Ich könnte 2 machen. Die Frage ist... 140. Ach, kann ich nicht. Ah, Ergotamin fehlt mir. Nein! Ausdauer, Regeneration, Lebenspunkte ist viel wichtiger. Können wir nicht machen, weil wir keine wässrigen, kräftigenden... Entschuldigung, Blutproben haben. Ja, was soll's. So. Parfumflakon. Ich glaube, das bringt so gut wie gar nichts zum Verkaufen. Und unsere eigene Uhr müssen wir nur nicht kaputt machen. Die anderen Sachen kann ich... Also ich kann nur noch hier wenige Sachen von verkaufen. Könnte ich natürlich machen. Aber... Nee. Wir könnten gucken, ob wir damit arbeiten. Aber so dicht will ich an den Typen gar nicht ran. Gerade wenn er seine Schattendinger macht. Ich habe echt... Naja. Nützt nichts. Das wird wahrscheinlich ein frustrierender Part heute werden. A la Doris Fletcher. Wenn nicht sogar noch schlimmer, weil der ist echt übel. Der Typ. Und wenn ich jetzt eben gerade bei den Skulls schon gestorben wäre, dann werde ich so gegen den abstinken. Oh, was soll's? Ich muss hier durch. Es nützt nichts. Oh, ich will gar nicht. Ich will gar nicht, weil der echt übel ist. Der ist so mega übel, der Typ. Und wir haben wesentlich weniger Platz, uns da zu verteidigen. Ne? Also da bei Vögel hatten wir ja noch diese riesige Fläche da im Wasser, wo wir prima ausweichen konnten. Aber bei dem sind diese blöden Pfeiler, die natürlich auch einerseits schützen können, ich weiß. Aber diese Schattendinger von ihm, die sind echt mega nervig. Und ich wünschte, ich könnte hier einfach den Spielstand so behalten beim Abspeichern. Aber nö. Dann kann ich es jetzt einfach nur immer wieder versuchen, in der Hoffnung, nicht allzu viele Tränke zu verlieren. Anders geht's ja nicht. Ich will nicht. Ich will nicht zu dem runter. Komm mal auf zu heulen. Hallo? Ich wiese ihn an. Es geht nicht. Krieg ich den mal richtig an? Ich sehe ihn noch nicht mal. Lad nach, danke. Okay, das bringt ihn da nur relativ wenig runter. Oh! So, jetzt. Natürlich haben wir trotzdem noch getroffen. Wieso habe ich... Oh, ich das hasse, wenn ich den außer... Ach, jetzt habe ich den ja wieder. Oh, ich habe vergessen. Ich hatte vergessen, dass ich jetzt den euren Knüppel wieder ausgewählt hatte. Und beiß ihn. Und noch einmal...
Den hier? Wieder steht er. Alles klar. Oh, ich häng fest. Konzentrieren Sie sich. Einfach konzentrieren. Versuch es. Oh, beim Ausweichen trifft der mich mit einer unsichtbaren Faust. Willst du mich verhohle piepeln? Oh, was? Ich bin gerade so dankbar dafür, dass ich keinen Trank benutzt habe. Der hätte mir vielleicht jetzt nochmal eben den Arsch gerettet, aber... Oh, ey, sorry. Wow, mit seinen unsichtbaren Fäusten. Der kann 30 cm an mir vorbeischlagen, aber er trifft mich trotzdem. Natürlich. Okay. Wieder Klappe halten, konzentrieren. Und... Ich bitte auch da für mich um Verständnis. Nicht um Entschuldigung, sondern einfach nur um Verständnis, weil aus meiner Sicht ist das menschlich, so darauf zu reagieren. Ich weiß, es gibt auch immer die Pros, die das super toll schaffen und da prima durchrennen, aber zu denen gehöre ich nun mal nicht und deswegen bitte ich auch einfach nur um Verständnis. Na, es ist menschlich, bei solchen Spielen auch zu versagen, also von daher... Los geht's. Es ist nicht für Escalon, du Idiot. Ich arbeite für Escalon. Schade um meine ganzen Patronen, die ich hineingejagt habe. Mann, warum springt er ihnen denn direkt ins Gesicht? Hast du sie noch... Ich drücke den Controller nach hinten und weiche aus. Und was macht er? Er springt ihm in die Arme. Ich verstehe die Steuerung manchmal nicht. Gut, egal. Jetzt können wir 10-mal sterben. Jetzt kommt es halt nicht drauf an. Solange ich jetzt nicht auch andere Sachen ausgebe, werde ich mich jetzt an ihm festbeißen. Den kriegen wir irgendwie hin. Können wir nicht einfach mal direkt da vor dem Bosskampf, ohne dass wir da gleich reingeschmissen werden? Aber ich muss ja jetzt jedes Mal hinrennen, ja? Soll der Weg mir dazu dienen, mir zu sagen, du bist zu schlecht, kehr um. Töte noch ein paar gute Burger. Burger, ja. Burger, um dich aufzubessern und dann bist du unbesiegbar geil. Ich glaube, der böse Durchgang, der wartet nur noch auf mich. Kann ich ihn bitte jetzt einfach mal im Visier behalten? Danke. Oh! Oh, was denn? Ey, das ist nicht wahr! Was, das reicht nicht aus? Willst du mich verhohne piepeln? Hör auf, immer ins Gesicht zu springen! Verdammt nochmal! Ich jetzt durch. Also ich schmeiß mich jetzt hier nicht. Vergiss es. Ach, hier komme ich auch zu dem hin? Da will ich ja gar nicht. Ich suche Louis Teasdale. Show me your power, newborn! Mann, kannst du einfach mal nach hinten ausweichen, Jonathan? You shall learn to respect the Lord. Das tue ich, du Idiot. Ich arbeite für ihn. Mann, kann man nur so dämlich sein. Echt. Du bist ein Kaiopai. Echt. Ugh!
noch ein Kneel, Traitor! Was für ein Traitor, du Idiot! Ich arbeite für deinen blöden Lord! Mann, hier ist keiner Traitor! Heil dich jetzt, Jonathan, heil dich! Ja, sowas von. No one can hide from a... Was willst du denn, du Idiot, du blöder Mistkerl? Die Hand an dem Pfeiler, du Arsch. Echt? Boah, was? Ey, das ist doch nicht wahr. Dieses Spiel nervt. Das ist doch nicht wahr. Respect the laws of Ascalon. Was für ein Blödkopf. Echt. Ich arbeite für den und der, We shall respect the Lord of Ascalon. Es ist, ich bin so doof. Die. Fick dich. Echt. Was tust du, Jonathan? Du sollst zur Seite ausweichen. Was ist los mit dir? No one can hide from Ascalon. Oh, das darf doch nicht. Was? Du blöd Mann, ich sowas. Warum? Habe ich ihn jetzt wieder wach geprügelt oder was? Scheiße, ist das denn? You shall learn to respect. Ich arbeite für deinen blöden Lord, du verdammter. Was willst du mich verarschen? Mann! Your blood is now mine. Falsche. Ey, das kann doch nicht angehen. Kann der mal bitte ausweichen, wenn ich das sage? Dieses Spiel macht mich so wütend. Das kann doch nicht angehen. Und ich verbrauche meine blöden Seelen, ey. Der Eskalon Club kann nicht mal kreuzweise. Sind die bescheuert oder was? Was für ein Schwachsinn das ist! Das ist totaler Schwachsinn!
Wieso geht das nicht? Wieso kann ich ihn nicht auswählen? Hallo? Muss ich verhungepiepeln? Zum Schnellvorlauf. Das ist mir jetzt egal. Ich muss da jetzt irgendwie durch den durch. Wow, es ist. Wie viele Worte? Respect the laws of Ascalon. The laws of Ascalon. Während ich lande, sozusagen, kann er mich natürlich nochmal wieder voll erwischen. Natürlich kannst du das so. Die! Ja. Das ist lächerlich. Das ist total lächerlich. Auch so lange. Vier Stück habe ich noch. Ich hau ihm die Lupare um Ohren. Ich gebe nicht auf. Ihr könnt gerne, also falls ihr mich jetzt überhaupt hört, weil ich das Nico ein bisschen weggeschoben habe, also ihr könnt gerne das überspringen oder woanders dann gucken oder sowas, aber ich gebe das jetzt nicht auf. Hier. Your blood is now mine! Man kann der mal aufhören, immer direkt auf ihn zuzuspringen. Das ist so bescheuert, echt. Zwei. Mann! Die, Newborn! Sitzt ein ganz normaler Mensch, der auch immer ein Noob sein kann und das eben halt nicht schafft. Oh, hi, oh, hi. Was? Dann wechsel die Waffe! Ach, Menschen, einmal, zweimal.
Ihr könnt auf euren Buckel runterrutschen. Das ist echt so beschissen hier. Das macht wirklich, das macht mich sauer. Sowas. Lächerlich. Mann, hör auf, wenn man gegen ihn zu springen, du blöd Mann. Du sollst abhauen. Steuerung. Fuck die Scheißsteuerung. Es tut mir leid, aber das ist echt der größte Beschiss. Das ist so lächerlich. Weil ich fand es so schön war. Ach, es ist nicht. I'm newborn, Lord Redgrave. Ich arbeite für Lord Redgrave, du Kaiopai. Aufgeschissen, ne? Ja, ich weiß, weil du doof bist. Ja, das weiß ich auch, dass du doof bist. Deswegen schlägst du ja auch die Luft. Was tust du, Jonathan? Mensch, du bist doch ein Your blood is now mine. Wir landen gleich hier. Und dann... Kannst du ihn bitte mal anvisieren lassen? Noch nicht angehen. Ey, wie kann das sein? Das kann nicht angehen. Herrgott, ey, so bescheuert bin ich doch nicht, dass ich nach hinten drücke, ausweiche und er springt nach vorne. Was soll der Scheiß? Nochmal das hier drauf machen. Das Grüne da gerade ausgewählt? Ja. Ich brauche mehr Blutpunkte, damit ich mich schneller heilen kann. Das bringt eigentlich am meisten. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Mann. Kneel, Traitor! Wieder! Noch ein paar Mal treffen, Jonathan, was hältst du davon, ne?
die! Oh, wo hat er den denn jetzt hingeschossen? Das muss ich nicht wissen, ne? Your blood is now mine! Respect the laws of Ascalon! Mann, du bist so ein Mann, echt. Ja! 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 Entschuldigung, das ist so dämlich. Oh Gott, Gott, das ist doch nicht wahr. Du blöder Blödmann. Oh yes, das kann doch nicht wahr sein. Boah. So, wir sind hier runtergesprungen. Jetzt muss ich erstmal hier umgucken. Da war sonst nichts. Da können wir jetzt wieder hoch. Hier ist sonst nichts. Können wir irgendwo eine Abkürzung schaffen? Da ist nichts. Da ist auch nichts. Wir müssen hier durch. Und es geht anscheinend die Hauptquest weiter. Früher heile ich mich aber nochmal. Oh, alter Schabitzki. Sorry. Was soll das? Soll das heißen, der Ascalon Club ist... was ist das jetzt? Die verarschen uns? Das weiß ich auch so. Warum... bewacht er das hier, wo wir doch eigentlich den Auftrag haben, zu Dawson zu kommen? Ich habe keine Ahnung, was die hier von uns wollen, aber es geht in der nächsten Folge weiter. Und ich brauche da, glaube ich, nichts dazu zu sagen. Also die, die da jetzt Verständnis für haben, haben jetzt eh weitergeguckt, und die da kein Verständnis für haben und weitergeklickt haben, die hören das jetzt eh nicht mehr. Aber ich plädiere dafür, also ich hasse es selber, wenn ich rage. Ne, diese Wut empfinde ich auch. Ich versuche dem durch dieses Lautäußerung dann etwas Luft zu verschaffen. Aber was soll's. Ich sag einfach, wenn ihr das bis hierhin durchgehalten habt, herzlichen Glückwunsch. Wow. Als nächstes gehen wir dann wohl in Dawsons Anwesen. Und ich sag erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe, wünscht euch Lissi.